Hallo und herzlich willkommen beim Träger, beim Farming Simulator 2015. Lang, langes her, wir haben es lange nicht gesehen, weil ich keine Zeit hatte und so weiter, aber jetzt dachte ich mir, lasst uns doch nochmal wieder anfangen mit der Farm. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir sehen es hier, wir haben das halbe Feld schon umgepflügt, gegrubbert oder wie auch immer. Ich bin immer noch nicht schlauer geworden, was das Farmen angeht, aber das kennt ihr ja inzwischen schon. Ich muss mal eben gucken hier, dass ich es halbwegs gerade weiterhin hinkriege. Das ging bisher ganz gut, aber nun denn. Das sieht doch schön aus. Wir werden auf jeden Fall das komplette Feld heute umgraben können. Und dann müssen wir uns überlegen, ach so, güllen müssen wir es ja auch noch. Oh, das ist jetzt blöd gewesen, aber ich mache es einfach durch. Ich fahre jetzt hier einfach die halbe Spur lang. Güllen müssen wir das auch, aber da werde ich nicht unsere Lisbeth nehmen, denn die hat bestimmt noch nicht genug Gülle gemacht. Deshalb werden wir uns einfach einen Hiwi anstellen. Ein wenig Geld haben wir ja. 33.000 haben wir ja letztens Mais verkauft. Drüben haben wir Raps angepflanzt. Wenn mich nicht alles... Drüben haben wir Raps angepflanzt, glaube ich. Ich muss mal eben gucken. Da weiß ich ja noch nicht, wie man das Zeug dann pflückt, hätte ich beinahe gesagt, erntet. Da müssen wir dann, glaube ich, mal schauen, wenn es denn soweit ist. Jetzt aber erstmal hier. Oh Mann. Fährt sich wie ein Trecker, ich sag euch das. Achso, Moment, das ist ein Trecker. Ja. Mittwoch habe ich es leider doch nicht geschafft, eine Folge irgendwas hochzuladen. Es ging einfach nicht. Sorry. Aber wenigstens jetzt, heute Freitag, wollte ich doch den Farming Simulator mal wieder anstimmen und dann am Samstag wieder ARK. Da sind wir ja so weit, dass wir einen Argentavis getamed haben und endlich im Flugmodus sind. Aber zurück zum Farming Simulator. Hier werden wir uns bestimmt noch ein bisschen mit begnügen. Ich habe mir überlegt, ich werde Bausimulator erst nach meinem Urlaub anfangen. Das lohnt sich nämlich nicht, weil es wird eine Pause geben. Ich werde nicht so weit voraus aufnehmen können für die Wochen. Deshalb müsst ihr euch dann begnügen mit jeweils einem Video pro Woche. Wahrscheinlich. Plus Arg Samstag. Wieso steht da eigentlich noch ein Maisding? Das ist doch wohl nicht wahr. Da steht noch eine... Das Bergauf dauert auch immer viel, viel länger. Meine Güte, ich brauche mehr Power in meinen Traktoren. Träger, sage ich da. So, was gibt's sonst noch Neues? Ich habe mir heute mal angeguckt, ist mir so untergekommen, Stellaris. Sieht sehr geil aus. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich muss es testen. Werde aber kein Let's Play machen, ist ja kein Simulator. Wobei, wir haben ja auch City Skylines gespielt. City Skylines war, fand ich, auch nicht schlecht. Oh, müssen wir aufpassen, da ist das Maschinchen im Weg. Das Maschinchen. Einmal weg da, einmal zur Seite. Ich muss mal hier irgendwie wieder gerade kommen. Ich werde mal versuchen, hier jetzt halbwegs gerade hochzufahren, egal wie viel ich da jetzt nochmal flüge. Das sah mir hier jetzt schon ganz gut aus, auf der anderen Seite nicht. Das ist voll doof. Jetzt bin ich auch wieder abgekommen, oder? Ja. Einmal zu weit nach links gelenkt und schon ist vorbei. Ja, aber das Spiel sieht echt ganz nice aus. Das ist halt so ein 4X-Game, ne? Also so wie Master of Orion und whatever. Plöpp, da war das meiste Ding weg. Oh, hier bin ich aber wieder voll von der Spur abgekommen. Wen es interessiert, also Spiele, einfach mal angucken. Stellaris heißt das gute Stück, ist von Paradox. Total War und Co. Also die haben schon was auf dem Kasten. Fupp. 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 Was pflanzen wir jetzt hier gleich an? Ich bin immer noch unschlüssig. Und eigentlich wollten wir uns ja dann auch nochmal... Ach, kein Geld. So wenig Geld für so wenig... für so viel Material. Mein Gott. Hühnereier. Ich habe immer noch keine Hühner... Ich habe es immer noch nicht hingekriegt, Hühnereier zu verkaufen. Wenn wir das hier umgepflügt haben und gesät haben, würde ich sagen, mache ich mich auf und fahre so lange rum, bis ich diese doofen Hühnereier verkauft kriege. Eigentlich müssten die inzwischen schon schlecht sein. Wobei, nee, ich habe ja die
Zeit nicht hochgedreht. Das heißt, wir sind ja eigentlich immer noch am dritten Tag oder so. Frische Eier. Frische Eier. Auweia. Auweia. Ich brauche frische Eier. Zum Essen natürlich nur, ne? Alles andere wäre komisch. So. Ja, jetzt haben wir uns hier... Was mir gerade auffällt, wo ist eigentlich... Plöpp. Umgepflügt haben wir es jetzt. Ach so, jetzt werde ich erstmal hier... Werde ich erstmal ganz kurz den Kollegen Hiwi... Werde ich mal güllen lassen, weil... Ich glaube, wir haben nicht so viel Gülle, 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 Gülle. Wie viel Gülle haben wir denn? Gülle. Gülle. Wo ist mein Gülle? So. Das ist braun. Ah, nee. Hier. Im Wachstum. Ja. Wachstum, Fruchtsorten. Was haben wir da gepflanzt? Wie? Ach, nee. Raps haben wir gepflanzt. Ja. Fruchtsorten. So. Kuhbestand. Güllegrube. 110 Liter. Komm, die holen wir ab. Die holen wir ab. Wenigstens soll Susi nicht umsonst ge... Wo ist unsere Kuh eigentlich? Wo ist... Oh, nee. Wo ist unsere Kuh? Wo ist die Kuh? Die Kuh, die Kuh, die Kuh. Wo war sie denn? Da unten? Wirklich da ganz unten ist unsere Kuh? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann fahren wir hier links und dann einfach geradeaus und dann so rum, würde ich sagen. Oder wir fahren... Nee, wir machen... Ich hätte ja schon fahren können. Ich bin das nicht mehr gewohnt, dass man hier fahren kann, während man... ne? So. Das heißt, wir gurken hier rum und dann da hinten links und dann... fahren wir hier dann wieder den Berg runter, würde ich sagen. Wir kürzen hier mal ab. Yay, jump, jump, jump. Make it up, jump. Juhu, Bamsen. Hui, bam. So, hier fahren wir dann die Straße runter, eigentlich geradeaus bis zur Kuh. Dann kann ich die Karte auch wieder runter machen hier. Hallo, Licht ein, aus. Das müssen wir natürlich noch machen hier. Ja, viel zu duster. Disco, 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 Disco. Trecker, Disco, schalalalala. Muss lenken, kann ich F drücken. So, was ist denn hier eigentlich noch? Ach, hier kann man auch was... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir waren Disco. Disco, Trecker, Disco, schalalalala. Trecker, Disco, schalalalalala. So. Die Kuh müsste geradeaus sein, oder? Die hätte immer noch nichts zu fressen. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Die arme Kuh, die arme Kuh, die arme Kuh. Kuh, Kuh, Kuh. Kam nix. Wir sind so durch. Wir gucken aber gleich nochmal nach der Kuh, wo wir hier schon mal sind, ne? Oh. Oh, hier. Oh, das ist Fahrphysik. Güllefass auffüllen. So. Wahnsinn. 1% drin. Wir gucken mal, was unser Küchen macht hier, ne? Hallo, Kuh. Kuh, 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 Kuh. Kuh, 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 Kuh. Da ist sie. Hüpf. Na, du? Na, du? Ja, du kleine Kuh. Du kleine Kuh, wir reiten auf der Kuh. Los. Höher. Sagt man höher bei Kühen? Nee, oder? Egal, wir bringen mal die wahnsinnig viel Gülle weg, die unsere Kuh Lisa hier, die kriegt, glaube ich, in dieser Folge noch 10 verschiedene Namen, fabriziert hat. Müssen wir wieder zurück, wa? Da fahren wir außen rum, komm. Da fahren wir außen rum, du da, das hat sich überhaupt nicht verdichten. Oh. Oh. Oh, hier jetzt. Oh. Und Disco. Gülle Disco. Das ist wie ein Blinker. Das ist Gülle Disco hier. Gülle Disco on the road.
Ja, aber holt man mit dem Trecker ein Auto? Also sowas, dass ich das nochmal erleben darf. Wie fahren wir denn? 42. Was machst du hier? Zu Fuß gehen? Gölle-Disco. sind wir hier richtig? Entschuldigung. Ja. Wir werden mal hier kurz abkürzen. Ich werde mal hier mitten übers Feld fahren. Mit der Gülle. Mit der Gülle durchs Feld. Schalalalalala. Und jetzt da lang. Hier ist wie UFO. UFO landet auf Feld. Lalalalalalalala. Oh, da haben wir gut abgekürzt, oder? Yay, voll gut. Aua. Jetzt hau ich mich schon selber hier. So. Dann wollen wir mal güllen. Das wird bestimmt total lange halten. Also ich bin so begeistert schon. Achtung. Achtung. Und leer. Na gut, wir machen das mal anders. Wir müssen das Ding güllen, sonst wird das hier nichts. Ih, jetzt hat er uns angesifft. Hier zifft das on. So sind hier Eier. Bist du ein Ei? Nein, du bist ein Huhn. Bist du ein Ei? Nein, du hast Eier. Hier legt auch kein Huhn ein Ei. Warum wackeln die mit dem Hintern, wenn ich ankomme hier? Ich finde hier kein Ei. Das kann nicht wahr sein. Kann man aufs Dach klettern oder was? Hüpf. Krass. Jetzt gucken wir von oben hier nach Eiern. Nein, nein, nein. Okay, keine Eier. Dann würde ich sagen, müssen wir den hier nehmen und erstmal die Seemaschine suchen. Ich weiß noch nicht, wo die ist. Würde sagen, wir gucken auf die Karte. Auf die Karte. Die wird wohl da hinten beim BGA liegen, denke ich. Das heißt, ich fahre hier einfach geradeaus. Oh. Einfach so geradeaus. So, einmal hier. Kann man aufs Dach fahren eigentlich? Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir fahren hier einfach quer rüber. Guck mal, ein Zelt. Wer parkt, wer zeltet denn hier? Wacken ist doch noch gar nicht. Jo, da müssen wir uns entscheiden, was wir kaufen. Sehen, ne? Denn wir ernten, was wir sehen. Ich glaube, ich bin hier falsch. Hui! Wie er auch im Cockpit sich nicht richtig bewegt. Ja, also. Oh, hier ist richtig Forstgebiet jetzt auch, ne? Da bin ich ein bisschen falsch. Hierfür muss ich mir mal diese Riesenmaschine kaufen. Die rentiert sich bestimmt nach 3 Minuten 50 wieder. So. Das heißt, wir fahren hier einmal kurz auf der großen Straße und dann fahren wir da vorne rechts. Schönes Haus hier. Da wohnen die Bülos. Und dann gucken wir mal, ob wir das Ding da vorne haben, wa? So, das ist nicht das, was ich haben wollte, oder? Ich fahre hier falsch. Hier ist eine Tankstelle. Das ist Quatsch. Warum bin ich denn hier hingefahren, ich Trottel? Ah, damn. Ich wollte doch da oben hin. Zum Shop. Ich wollte zum Shop, Entschuldigung. Alter, was machst du denn hier? Da müssen wir jetzt ganz anders fahren. Ach, dann fahren wir da oben einfach. Ja, wir nehmen den langen Weg. Okay, dann sehen wir halt nichts mehr heute. Dann machen wir halt Bauerndisco hier. Ich muss mal hier... Ich kann nicht gleichzeitig lenken, F drücken. Doch, kann ich. Moment. Disco, Bogo, schalalala. Yeah, ist wie Alarmanlage, hätte ich beinahe gesagt. Wie Blaulicht, nur Weißlicht und Rotlicht hier. Wie sie alle langsam fahren, weil ich hier von hinten mit Licht ankomme. Kann man es gedrückt lassen? Nein. Kann man Musik machen auch ein bisschen. So, die fahren aber alle langsam hier. Musst du noch nicht einmal tanken. So, jetzt aber auch genug. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Blöde Disco.
Oh, ich sehe gerade. Die Folge ist schon vorbei. Wo sind wir denn gerade? Na, bis zum Shop fahren wir noch. Bis zum Shop, das gebe ich uns noch. 1, 2, 3. So, gucken, wie wir von vorne aussehen. Ist auch geil, dass das Licht hier nicht zu sehen ist, weil das Gewicht davor hängt, ne? Das ist ja nun auch Quatsch. Das mitten auf der Straße, dazu sag ich. Jawohl. Yeah. So, sind wir gleich da. Sind wir schon da? Da muss doch irgendwo da vorne liegen, oder? Warte mal, ich glaube eher hier. Oh. Was eine Scheiße, jetzt bin ich dagegen gefahren. Hier kann ich Geld abheben oder einzahlen. Guck, ach, da war noch ein Trecker, ich Trottel. Da ist ja unser Kleiner noch. Wieso hat er sich denn da nicht reingebeamt? Oh Mann, ey. Och Mann, ey. Aber der kann, glaube ich, das... Nee, das ist ja gar nicht die Dingsmaschine. Fuck, wo war die? Na gut, dann nicht. Alles klar. Ich würde sagen, ich suche die in der nächsten Folge. In diesem Sinne, falls euch die Folge gefallen hat, Daumen hoch und Kanal abonnieren und natürlich Kuchen da lassen. Wir sehen uns morgen wieder bei Ark. Tschüss.